In der Aufgabe, deren Lösung ich hier kurz erklären möchte, geht es um eine Diode, über der eine bestimmte Spannung U abfällt und die in Vorwärtsrichtung, in gleicher Richtung wie diese Spannung von einem Strom durchflossen wird. Und für diesen Stromfluss, für diese Stromstärke in Abhängigkeit der Spannung, also sozusagen als Funktion der Spannung, ist auch eine Gleichung gegeben, nämlich 1 Picoampere. Das ist sowas wie der Sättigungssperrstrom, der Strom, der auch in Rückwärtsrichtung durch diese Diode fließt, mal in Klammern eine E-Funktion, E hoch U durch 25 Millivolt. Diese 25 Millivolt ist die sogenannte Temperaturspannung. Die hängt auch von der Temperatur ab, beträgt aber bei Raumtemperatur ungefähr 25 Millivolt und dann steht in dieser Klammer noch eine minus 1. Diese Gleichung für den Strom ist auch nach einer Person benannt, die mal einen Nobelpreis bekommen hat, deren Namen ich aber nicht nenne, weil die auch ziemlich übler Antisemit und Rassist war, aber das ist eine andere Geschichte. Was man jetzt in dieser Aufgabe machen kann, ist diese Spannung mal, diese Gleichung so umzustellen, dass die sozusagen der Strom dann gegeben ist und wir daraus die Spannung ausrechnen können. Also sozusagen in Richtung der Spannung diese Gleichung umstellen. So, um das zu machen, teilen wir mal durch diesen Strom hier, durch diesen Sättigungssperrstrom 1 Picoampere. Dann steht hier drüben I durch 1 Picoampere ist das gleiche wie, jetzt kann man die Klammer weglassen, E hoch U durch die Temperaturspannung 25 Millivolt minus 1. Jetzt muss die minus 1 weg. Jetzt rechnen wir plus 1 und ich tausche mal die Seiten und dann steht E hoch U durch 25 Millivolt ist das gleiche wie I durch 1 Picoampere plus 1. Und jetzt muss noch die E-Funktion weg, um die Spannung U zu erhalten. Die Umkehrfunktion von der Exponentialfunktion ist die Logarithmusfunktion. Also packen wir beide Seiten der Gleichung in den Logarithmus und der natürliche Logarithmus und die E-Funktion heben sich auf, sodass hier überbleibt U durch 25 Millivolt ist das gleiche wie der natürliche Logarithmus von dem Strom durch 1 Picoampere plus 1. Und jetzt sieht man, das ist total gut, dass hier Strom durch 1 Picoampere steht, sodass sich der Strom ist ja auch in Ampere, sodass sich die Einheiten wegkürzen. Man hier eine einheitenlose, dimensionslose Größe bekommt. Plus 1 bleibt das eine dimensionslose Größe, weil wir können ja nur den Logarithmus von einer Zahl ausrechnen, nicht den Logarithmus von einer Einheit. Deswegen war das hier oben auch schon eine gute Idee, dass hier die Spannung durch eine Spannung stand, so dass man auch E hoch eine Zahl rechnet, weil das auch nur das geht. Man kann nicht E hoch eine Einheit rechnen. So, jetzt müssen hier unten noch die 25 Millivolt weg, also rechnen wir noch mal 25 Millivolt und dann steht schlussendlich da, dass die Spannung, der Spannungsabfall über diese Diode in Abhängigkeit des Stromes als Funktion des Stromes sich schreiben lässt als 25 Millivolt mal den natürlichen Logarithmus des Stromes durch 1 Picoampere plus 1. So, und damit kann man jetzt weitermachen und kann den sogenannten differentiellen Widerstand RD, das D steht für differentiell, nicht für Diode, den differentiellen Widerstand dieser Diode ausrechnen, nämlich als Ableitung dieser Spannung nach dem Strom. Also wir nehmen jetzt diese Funktion hier, die von dem Strom abhängt und leiten die nach dem Strom ab. Dann schauen wir da drauf, hier steht erstmal ein konstanter Faktor davor, diese 25 Millivolt, die hängen nicht vom Strom ab, sagt uns die Faktorregel, wir können diesen konstanten Faktor einfach abschreiben. Dann haben wir diese Logarithmusfunktion hier als verkettete Funktion. Äußere Funktion ist der Logarithmus. Die Ableitung von der Logarithmusfunktion ist 1 durch das Argument dieser Logarithmusfunktion, also 1 durch den Strom durch 1 Picoampere plus 1. Und dann brauchen wir von dieser verketteten Funktion noch die innere Ableitung. Und die innere Funktion ist eine Summe, sagt uns die Summenregel. Wir können jeden Summanden einzeln ableiten. Der erste Summand abgeleitet hat auch wieder nur einen konstanten Faktor, 1 durch 1 Picoampere. Und der zweite Faktor ist eine Konstante. Die Ableitung von einer Konstante ist 0, die können wir uns sparen. So, und damit haben wir jetzt eine Gleichung für diesen differenziellen Widerstand, die auch wieder
eine Funktion des Stromes ist, weil hier steckt der Strom drin. Jetzt kann man diesen Doppelbruch hier noch so ein bisschen vereinfachen, indem man einfach das und das beim Ausmultiplizieren kürzt und dann kommt hier noch ein Picoampere dazu. Das schreibe ich jetzt hier noch mal ein bisschen verkürzt hin, 25 Millivolt durch den Strom plus ein Picoampere. Und jetzt ist in der Aufgabe gegeben, dass der differenzielle Widerstand, den diese Diode haben soll, der soll 25 Ohm betragen. Also das sollen 25 Ohm sein. Und jetzt ist der Strom gesucht, der durch diese Diode hier durchfließen muss, damit die Diode einen differenziellen Widerstand von 25 Ohm hat. Also nehmen wir diese Gleichung hier und stellen die nach dem Strom um. Der Strom ist ja hier im Nenner, die gesuchte Größe ist im Nenner, also müssen wir erstmal mit diesem Nenner multiplizieren und dann durch die 25 Ohm teilen. Das mache ich jetzt mal hier oben. Also I plus, hier fehlt noch eine 1 vor dem Picoampere, I plus 1 Picoampere ist dann das gleiche, also das hier hochmultipliziert durch die 25 Ohm geteilt, wie 25 Millivolt durch 25 Ohm. Das kann man jetzt auf der Seite vielleicht ein bisschen vereinfachen und sagen 25 und 25 kürzen sich weg. Ohm ist das gleiche wie Volt durch Ampere. Dann kürzen sich die Volt weg und dann bleiben da 1 Milliampere über. Und jetzt müsste noch das eine Picoampere auf die andere Seite rübergeholt werden, indem man minus 1 Picoampere rechnet. Das spare ich mir jetzt mal, schreibe aber mal hin. I wäre dann eben das gleiche wie 1 Milliampere minus 1 Picoampere. Und 1 Milliampere sind 10 hoch minus 3 Ampere, das sind 10 hoch minus 12 Ampere. Naja, das sind am Ende ungefähr 1 Milliampere für den Strom. So, und dieses 1 Milliampere für den Strom, das können wir jetzt hier unten wieder in diese Gleichung einsetzen und können damit dann die Spannung ausrechnen, die über der Diode abfällt, wenn die Diode diesen differenziellen Widerstand von 25 Ohm hat. Also 25 Millivolt mal den Logarithmus von 1 Milliampere durch 1 Picoampere plus 1. So, und jetzt eben Ampere gegen Ampere gekürzt. Milli sind 10 hoch minus 3, Pico sind 10 hoch minus 12. Potenzen werden dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert. Also minus 3 minus minus 12 ist minus 3 plus 12, ist das gleiche wie 12 minus 3. Also kommen hier dann insgesamt 10 hoch 9 raus. Und dann sieht man zu den 10 hoch 9, das ist ja eine Milliarde, ob man da jetzt noch die 1 dazu rechnet oder nicht. Spielt eigentlich keine große Rolle, also ist das ungefähr genauso groß wie 25 Millivolt mal der Logarithmus von 10 hoch 9. Und der natürliche Logarithmus von 10 hoch 9, das sind ungefähr 20,72. Und damit kann man dann auch die Spannung ausrechnen, 20,72 mal 25 Millivolt, das sind ungefähr 518,1 Millivolt an Spannungsabfall, die über der Diode abfallen. Und aus der Spannung und aus dem Strom kann man jetzt natürlich, wenn man möchte, auch wenn das vielleicht gar nicht mehr unbedingt Teil der Aufgabe ist, den Gleichstromwiderstand dieser Diode ausrechnen. Der ist einfach U durch I. Und dann sieht man, wenn wir jetzt die 518 Millivolt durch 1 Milliampere rechnen, kurz nicht die Millis auch weg, Volt durch Ampere ist Ohm, sodass da 518,1 Ohm rauskommen. Und dann sieht man auch sehr schön, dass der Gleichstromwiderstand dieser Diode nicht notwendigerweise genauso groß ist wie der differenzielle Widerstand dieser Diode. Damit ist diese Aufgabe und dieses Problem gelöst. Wer jetzt diesen Kanal aufmerksam verfolgt hat, wird festgestellt haben, das ist schon die dritte Variante von diesem Video, weil ich es geschafft habe, vorher immer irgendwelche kleinen Fehlerchen reinzubasteln. Ich hoffe mal, dass diese Variante jetzt korrekt ist. Nichtsdestotrotz, wenn jemand einen Fehler findet, irgendwo beim Umstellen, dann gerne eine Meldung an mich. Dann mache ich auch gerne nochmal eine vierte Variante, die dann hoffentlich korrekt ist und im Zweifelsfall auch nochmal eine fünfte.